Also gut, dann geht es jetzt mal ab durch die Nebelwand. Und zwar direkt zum nächsten Boss. Und zwar ist das hier einer der wohl schwierigsten Bosse für Anfänger. Weil Anfänger erstmal denselben Fehler machen werden und da die enge Mauer entlang rennen werden. Und dabei die beiden Jungs hier übersehen. Wow. Na, ihr habt's drauf. So, weg mit euch. Sicherheitshalber nehmen wir jetzt nochmal einen Schluck. Und ja, das Goldharz ist schon ausgerüstet. Das wählen wir auch gleich aus. Das werden wir nämlich bei dem Kampf brauchen. So. Und dann geht's jetzt hier gleich los mit dem nächsten Bossfight. Und zwar... jetzt! Ja, berühmter Taurus-Dämon, vor dem uns der untote Händler unten gewarnt hat. So, der kommt jetzt hier angerannt und haut einmal gegen die Mauer. So, und wir springen ihm jetzt aufs Dach. So, gucken, dass wir an ihm vorbeikommen, bevor er uns hauen kann. Und rennt erstmal vor ihm gepflegt weg. So. Jetzt lassen wir ihn rankommen. Und versuchen an ihm vorbeizurennen. So. Genau. Oh, das trifft uns nicht. Gott sei Dank. Jetzt müssen wir nämlich wieder hier hoch. Das ist nämlich die einfachste und unfrustriertste Methode, ihn fertig zu machen, wie man sieht. So. Wieder wegrennen. Und darauf warten, dass er uns wieder hinterherkommt. Genau. Und dann wieder an ihm vorbei. Und die Beine in die Hand nehmen. Jetzt dürfte er uns aber erwischen. Nein, tut er wieder nicht. Nochmal Glück gehabt. So, aber das dürfte jetzt das letzte Mal sein, dass wir ihn aufs Dach springen müssen. So, aber jetzt können wir ihm die Beine hauen. Und er ist tot. So, damit haben wir unseren zweiten Boss geschafft. Können wir uns mal kurz verbeugen, dass ich euch mal zeige, wie die Gesten funktionieren. Und wir haben eine Menschlichkeit und einen Heimkehrknochen bekommen. Und 3000 Seelen. Also wieder genug für Level-Ups. So. Was ich beim letzten Mal noch gar nicht gesagt habe. Ich habe ja... beziehungsweise ich habe ja gesagt, das hier wird kein Blind Run, weil ich das Spiel schon viel zu gut kenne. Sondern eher so eine Art Geschichts-Run. Wo es mehr um die Story geht, als ums Blind rumrennen. Deswegen, ich erzähle ja in diesem Let's Play meine eigenen Theorien über die Geschichte und so. Und natürlich habe ich auch nichts dagegen, wenn ihr eure Theorien und eure Meinungen in die Kommentare schreibt. Aber bitte tut mir dabei zwei Gefallen, keine Trollkommentare oder Geflame oder sowas. Und auch bitte nehmt nicht zu viel voraus. Also gerade für die, die Dark Souls kaum kennen oder gar nicht kennen, dass ihr die nicht zu sehr spoilert. So, jetzt sind wir am Taurus-Dämon vorbei. Hier unten. Und hier begegnen wir einem der ersten wichtigsten NPCs überhaupt in dem Spiel, nämlich ihm hier. Und sagen gleich mal Hallo. Ah, hallo. You don't look hollow, far from it. I am Soler of Astora, an adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. You find that strange? Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. Also ja, das hier ist Soler of Astora. Soler, wie es schon klingt, klingt so ähnlich wie Sonne. Und ja, man sieht schon auf seiner Brust, er ist ein sogenannter Sonnenritter. Und er ist nach Lordwen, also in diese Stadt hier gekommen, um seine eigene Sonne zu finden. Die da oben.
Nein, nicht ganz. Er sagte ja bereits, dies hier ist das, der Geburtsort von Fürst Gwyn, und aus dem Intro wissen wir ja, dass Gwyn der Fürst der Sonne ist, Sonne war, oder des Sonnenlichts. Und er hat wohl sozusagen den Drang oder will eben genauso werden wie Lord Gwyn und seine eigene Sonne finden, also sein eigenes Licht selber erhaben werden. Eigentlich ein bisschen übermütig, aber er ist einer der wichtigsten Charaktere, oder besser gesagt, er ist unser bester Freund im ganzen Spiel. Warum, werdet ihr später sehen, wenn es soweit kommt. Aber er hat noch mehr für uns zu sagen. Oh, aha. So I didn't scare you. I have a proposition, if you have a moment. Natürlich. The way I see it, our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows, could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? Ja, wir helfen. Ich könnte gerne Hilfe gebrauchen, und wir werden auch die Gelegenheit haben, später ihm zu helfen. This pleases me greatly. Well then, take this. Und wir kriegen den weißen Symbolspeckstein. Ja, den Namen verstehe ich immer noch nicht genau, was das mit Speck zu tun haben soll, aber gut, den brauchen wir nicht wirklich, weil der ist eigentlich ein Multiplayer-Item, und wie ich ja bereits sagte, wegen Games for Windows Live und so weiter, gibt's bei mir keinen Multiplayer. We are amidst strange beings in a strange land. The flow of time itself is convoluted, with heroes centuries old phasing in and out. The very fabric wavers and relations shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. Of course, we are not the only ones engaged in this, but I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. If you miss it, you must be blind. Ja, genau. Also, wie er gerade bereits sagte, wenn wir sein Rufsymbol sehen, können wir ihn jederzeit herbeirufen. Oh, hello there. I will stay behind to gaze at the sun. The sun is a wondrous body, like a magnificent father. If only I could be so grossly incandescent. Ja, bestimmt wirst du das eines Tages. Also ja, er möchte einfach sozusagen erhaben werden, dass man zu ihm aufsieht wie zu der Sonne. Er möchte Licht bringen, sozusagen. So, als nächstes müssen wir über diese Brücke, und wie man hier schon sieht, sind da Brandflecken. Also könnte das hier jetzt etwas böse werden. Aber wir versuchen unser Glück und rennen gleich wieder weg. Ja, genau. Genau. Gerade rechtzeitig weggekommen. Denn den hier kennen wir ja bereits, unseren Freund, den großen Drachen. Und mit dem wollen wir uns natürlich nicht anlegen, auch wenn wir jetzt geradeaus auf ihn zurennen, sondern wir gehen einfach hier runter und gut ist. Tschüssli. Ja, du kannst mich mit deiner Armbrust ruhig beschießen. Denn hierhin kommen wir zu einer Leiter, die wir runterlassen können. Und von da aus kommen wir zu einem uns bekannten Leuchtfeuer. So. Bevor wir das jetzt allerdings benutzen, benutze ich mal kurz eine Menschlichkeit. Denn jetzt zeige ich euch mal, wie man zum einen die Aushöhlung umkehrt und zum anderen Leuchtfeuer entfacht. Also, man sieht, wir sind immer noch eine Hülle. Und jetzt bieten wir erstmal eine Menschlichkeit da, um zum Mensch zu werden. Also die menschliche Gestalt zu bekommen. Dass wir nicht mehr in der ausgehüllten Gestalt rumlaufen, sondern in der menschlichen. Und das andere, wir können jetzt das Leuchtfeuer entfachen. So wie das am Feuerbandschrein bereits entfacht ist. Und schwupps, kriegen 10 Estus-Flakonladungen. Damit sind wir schon mal etwas besser vorbereitet auf das, was noch kommen mag. Und ich hätte fast vergessen, Seelen auszugeben. Also erst einmal Beweglichkeit, Stärke, noch mehr Beweglichkeit und Kondition. Gehen wir auch noch hinterher.
Wir brauchen so mindestens 20 Konditionen. Das dürfte dann erstmal reichen. Und später kriegen wir noch einen Gegenstand, den ich mir so schnell wie möglich dann holen werde, wenn es soweit ist. Der unsere Traglast erhöht. So viel schon mal vorweggenommen. Aber wo der Gegenstand ist und wie ich an ihn rankommen will, das verrate ich euch noch nicht. Und jetzt müssen wir erst einmal hier weiter. Ah, ich habe was anderes vergessen. Wir müssen nicht hier weiter, wir müssen noch mal kurz zurück zu unserem untoten Händler. Freund, denn ich brauche Pfeile. So. Abwärts. Und erstmal um die uns kümmern. Wir sind jetzt ja etwas stärker geworden. Also können wir die hier auch viel besser niederprügeln. Da komm du auch. So, jetzt brauchen wir nur noch zwei Schläge für die Armbrustschützen. Was schon mal vom Vorteil ist, denn so können sie sich nicht so gut wehren. Komm, schlag zu und wir schlagen dich tot. Ja, der Taurus-Boss ist jetzt leider schon tot. Deswegen kriegen wir von den Jungs hier leider keine Menschlichkeit mehr zurück, wenn wir sie töten. Also wir haben ja bereits eine Menschlichkeit dadurch gekriegt, dass wir uns zum Taurus durchgekämpft hatten. Aber jetzt kriegen wir halt keine Menschlichkeit mehr. Jetzt kriegen wir nur noch Seelen von diesen Untoten. Stirbst du? Nein, er stirbt nicht. Er will uns töten. So, jetzt bist du aber tot. Und wir können eure Leichen plündern. Ja, hattest du nichts zum Plündern dabei? Nein, aber du. Ein Hüllenschild. Das ist nicht wirklich besser als unser Schild. Denn es ist, wie beschrieben, ein Hüllenschild. Es ist schwerer, glaube ich. Und hat nicht so viel Haltung. Also ja, das Drachenschild, was ich jetzt hier mit mir rumführe, ist so für den Anfang, bis zu dem Punkt, wo ich das Schild kriege, was ich wirklich will, das beste Schild eigentlich, was man haben kann. Von den normalen Schilden. So. Oh, there you are. Still keeping your marbles all together? Then go ahead, don't be a nitwit. Never hurts to splurge when your days are numbered. Ja, ja. Über den Händler gibt es eigentlich nicht besonders viel zu sagen. Ah, wie viel kaufe ich denn mal? 200 Pfeile dürften mal reichen für das, was ich gleich vorhab. Oh, thank you. Very much. Come back. Ja, ja, wir kommen vielleicht. Na, wir müssen wiederkommen. Wir brauchen nämlich noch den Schlüssel von ihm, den er hat. Aber den brauchen wir jetzt noch nicht. Denn es gibt eine Tür, durch die wir nur mit diesem Schlüssel durchkommen. Aber das sehen wir dann später. Jetzt geht's erstmal wieder zurück zu der Brücke mit dem Drachen. Vorher kurz unser Leuchtfeuer ausruhen. Und hier hoch. Ja, ist praktisch diese Abkürzung zu haben. So müssen wir uns nicht mehr durch die ganzen Untoten am Taurus-Dämon vorbeikämpfen. Bosse respawnen übrigens nicht an Leuchtfeuern, aber wie man gesehen hat, tun es Hüllen und andere Gegner. So. Hier machen wir jetzt etwas. Und zwar ganz gemein, wenn wir treffen, ihm auf den Schwanz schießen. Dann landet er hier vor uns. Und hier könnten wir theoretisch versuchen, ihm nochmal auf den Schwanz zu schießen, wenn wir treffen. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Vor allem kostet das ziemlich viele Pfeile, aber es lohnt sich. Deswegen zeige ich euch auch, wie ich daneben schieße. Da habt ihr was zu lachen. So, nächster Treffer. Ja, diesmal haben wir getroffen. Zurück. So, noch ein Treffer. Und noch ein Treffer. Ja, das müssen wir jetzt ein bisschen machen. Das kann 2-3 Minuten dauern.
Aber es lohnt sich definitiv. Ups. So, das war auch nochmal ein Treffer. Jetzt fliegt zurück.